Bei FIFA ist Falcao übertrieben mies. Auch mies Kopfballstark, ne? Ja. Maschine, ey. Der hat auch, der ist zwar nicht groß, aber Sprungkraft extrem, ne? Mhm. Das ist viel besser, als wenn du so eine Lappen hast, finde ich. Ja. Mandzukic geht ja auch. Der ist ja nicht so groß, aber eigentlich auch gute Sprungkraft. Wie groß ist der? 1,85 oder so? Stimmt so. Ja, Mandzukic ist aber mies. Ja. Was Kopfball angeht. Ja, bei diesem einen Ultimate Team, wo Dzeko drin hat, ist auch Bombe eigentlich. Ja. Aber der ist eigentlich groß. So. Oh, keine Gegners. Mhm. Das war ja mal wieder klar, dass es keine Gegner ist. Die zu finden ist sowieso schwer. Mhm. Haben wir noch andere klassische Trikots eigentlich? Weiß ich nicht. Wenn nicht, können wir im Katalog nochmal gucken. Ja, aber haben wir die Rechte? Welche Rechte? Beim Verein. Ich hab nur Rechte. Ach glaub, so, ja. Hat keiner von uns, ne? Nee, ich glaub nicht. Shit. Egal. Boah, wie ist das Brett? Was ist denn los heute? Schuhe. Ja. Du vergisst. Da ist das Leder noch voll drauf. Nicht abhängig. Ja, hast gesehen, meine Fußballschuhe. Auf einmal gibt's die bei Intersport auch für 50 Euro. Ja? Auch wir wissen nicht, was vorher, was passiert. Also umgerechnet und trotzdem oder so, ne? Ja, ein schönes Fußballspiel. Na, okay. Frank Buschmann geht auch. Und Manni Breukmann an der Aber warum auf einmal? Ja, ne? Das mach ich dann. Und warum haben die überhaupt Fußballspiel? Ja, weiß ich nicht. Das regt mich auch auf. So, ja. Jetzt ist die Abwehr zur Stelle. Man sucht die ganze Zeit welche und es gibt keine. Ja. Man guckt schon im Internet, wenn ich welche zu holen. Ja. Die Innenverteidiger. Die verstehen sich blind. Das wird jetzt interessant. Souverän geklärt. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da wird er vom Ball getrennt. Hat sein eigener Mann. Boah, wie frei. Ey! Super daneben. Ey, man. Das ist eine Kachlappe da hinten. Weiß ich nicht. Wie läuft denn das? Oh. Sehr tüchtig. Gestört. Jones. Wenn der Ball ist, da liegt der Tor in der Luft. Muss nicht rauskommen. Mhm. Und der Ball fliegt ins Aus, es gibt Abstoß vom Tor. Kann gleich zu Victoria gehen. Vor allem, was will er da? Verstehe ich auch nicht. Wie viele Mannschaften haben die? Zwei? Dank seiner Übersicht. Weiß ich auch nicht. Er den Ball ganz die angeblich haben die abfangen. Jetzt ja gar keine. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Und die Situation ist bereinigt. Schade. Das bestrafe ich ja gerne. Ja. Rollt der Ball ins Aus. Hat auch gelauert. Aber gut, er lässt sich provozieren. Ja. Ist der Ende auch? Ja. Riesenpatzer in der Abwehr. Ach, der hat doch gespielt. Und nicht mal der Ende. Normaler Spieler. Stellungsfehler. Vorprogrammiert. Genau. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Genau, Abwehr. Klasse Parade des Torwarts, da war ordentlich Kabum dahinter. Das ist klasse gemacht, wie sie sich den Ball hier hin und her spielen. Abseits. Das muss es sein. Ey, jetzt guck mal, wie sich das verhält. Er ist ja kein... so früh losgelaufen, und zwar ins Abseits. Mal offen gehen oder abgehen? Ja, geh mal ab. Das ist jetzt noch leichter. Ja. Das war ein Ball mit rasender Geschwindigkeit. Weil er nicht wirklich mitgeht, ne? Er hat ihn gehalten. Ja, wie der Ball da durch die eigenen Reihen läuft. Fantastisch. Und Achtung! Hey, bist du doch. Joe! Den haben andere schon fallen lassen und er hält ihn fest, den Ball.
Aber er lässt sich provozieren? Mhm. Ah, stimmt. Schnell entscheiden und er entscheidet schon. Oder er entscheidet richtig. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Und die Aktion hat einen Eckball. Wir können nur mal wissen, Mann. Aus der Distanz sieht er da ab. Das sieht auch gut aus. Aber der Torwart hat die passende Antwort parat. Prima abgewehrt. Der Schlussmann war auch konzentriert und auf dem Posten. Hey, da kann er sein. Jawohl. Wenn man da in die Augen schaut, dann hat er schon ein bisschen Angst gehabt, aber im Endeffekt ist es gut gegangen. Jones. Stark. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Jetzt ist er und... Und die Abwehr aufmerksam. Alter, schade. Das nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt Starke. Sich das Spielgerät. Ey. Jetzt sagt der Schiedsrichter, ich muss diese Aktion doch unterbinden. Ja, das war wichtig, wie er da hingegangen ist, wie er diese Situation bereinigt hat. Achtung, hier brennt sich vielleicht was an. Ganz schön spannendes Spiel irgendwie. Ja. Und der Schlagabtausch. Ja. Flanke kommt gut. Joe. Wieder so dumm gewechselt. Ja. Alter. Leider kein Tor in der ersten Hälfte, aber ich bleibe Optimist. Das wird sich im zweiten Durchgang ändern. War das jetzt ein gutes Fußballspiel oder ein schlechtes Fußballspiel? Wahrscheinlich liegt es irgendwo in der Mitte. Guck mal, Alter, ich wollte es gerade sagen, Mann. So lala. Da kann schon noch mehr kommen. Das war eigentlich das Tor. Schiedsrichter pfeift die Partie an. Die zweite Halbzeit läuft. Was denn? Keine Ahnung. Sogar noch. Locker. Zidane für sich. Ja. Jones. Und jetzt hat er die Chance zur Flanke. Sehr gute Flanke. Und mit dem Kopf hat es gemacht. Ey, nein. Was? Die Situation ist bereinigt. War faul oder was? Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Das ist faul. So, jetzt bin ich mal gespannt, was der Schiedsrichter macht.
andere schon fallen lassen und er hält ihn fest, den Ball. Kann er sich den Ball holen? Ey. Der landet irgendwo im Nirgendwo, rollt über die Seitenlinie. Kann man das hier so viel passieren? Nein, ich wusste es nicht. Jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Scheiße. Der Kampf für die Befreiung des Balles war erfolgreich. Der Ball geht ins Tor aus und deswegen gibt es Abstoß vom Kasten. Balleroberung im Mittelfeld. Ja, das sollte ein tolles Ding werden. Aber im Endeffekt überhaupt kein Problem für den Torhüter. Und wieder hält er mit dieser Aktion das Unentschieden in den Händen. Ja, da kommt was auf uns zu. Schön blockiert vom Abwehrspieler. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Gut abgefangen hat er da den Ball. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Wird der Trainer zufrieden sein? Nein. Und jetzt startet der Kollege durch. Da steht die Verteidigung. Er bringt sein Team in Ballbesitz. Balleroberung. Was machen Sie jetzt raus? Super. Und Achtung, genau hingeschaut. Und jetzt haben Sie ihn. Und da macht er ein weiteres seiner Kopfballtore. Der ist aus dieser Mannschaft nicht mehr wegzudenken. Aber an dieser Stelle sei es erwähnt, Manni, natürlich wunderbar herausgespielt, die ganze Geschichte. Und wenn du so einen kopfballstarken Mann hast, dann musst du es nutzen. Von seinem Körper rollt Frosch. So, jetzt ist wieder Abwehrarbeit gefordert. Als Frosch. Oh. Ja, wenn er jetzt mal einen Kopf größer gewesen wäre. Oder auch zwei, Manni, denn an den kann er nicht rankommen. Da muss er 40 cm größer sein. Ich sag's ja immer, das Spiel ohne Ball ist immens wichtig. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Harter Zweikampf. Jones. Ja, wie der Ball da durch die eigenen Reihen läuft. Fantastisch. Jetzt greift er ihn an.
Das war die Schade, einzige Chance, die er hatte. Ein Spieler am Boden sieht so aus, als hätte er sich gezerrt. Oh. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Das ist es! Hinter rein! Und er versucht mit dem Kopf. Alter. Nur die Mauer, die Penner. Es war knapp, nee, das nicht. Endresultat ja. 1-0. Ja, auch zu mies. Mit den Pässen dann in der Spitze. Sie hat einen guten...